schlag mit der Balle auf. Ich ziehe die Zehen ein bisschen hoch, dass ich wirklich mit diesem Teil hier aufschlag. Dasselbe hoch und runter. Planta und Tacón. Ab. Das heißt, mit Kraft runterdrücken. Seht ihr wieder, was passiert mit meinem Knie? Dadurch, dass ich hier arbeite, gehe ich nicht oben mit meinem Körper hoch und runter. Gut, jetzt kommen wir zu den Übungen 6 bis 9. Da haben wir Planta Tacón. Und es kommt immer ein Tacón dazu. Wieder dasselbe mit dem Knie nach vorne und nicht sowas machen, dass sie hoch und runter geht. Hier bei dieser Übung, wenn ich den Tacón aus der Luft gemacht habe, muss ich ganz schnell mit dem Bein hoch, damit ich die Planta wieder schlagen kann. Ich mache hier Hacke schön heben, auch übertreiben, wenn ich langsam bin. Und hier mit dem Knie nach vorne. Das heißt, diese Muskeln hier sind ziemlich angespannt. Das heißt, wenn ich die Spitze schlage, muss ich hier mit dem Riss so richtig zurückgehen. Hier, hab so weit wie ich kann. Das heißt, aufpassen, dass ich nicht irgendwie so etwas irgendwie so hinten noch ein bisschen absteht, sondern wirklich bunter, ja, mit diesem Teil vom Schuh.